Sauber. Läuft. Sehr schön. Und guck mal, wir haben keine Radios mehr. Ich werde dafür sorgen, dass die Vorräte bei Burnett ankommen. Wir müssen den Verwundeten dort unbedingt helfen. Aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Du hast Earlston wachgerüttelt und wir müssen das ausnutzen und die Polizeistation angreifen. Die Gefangenen sind unsere einzige Spur zu Walker. Du hast bewiesen, dass du was drauf hast, Brady. Ich weiß, dass du das kannst. Natürlich. Ich hab was drauf. Wo ist denn... Wo ist denn hier dieses, der Munitionsschrank? Ich würde gerne ein bisschen... Ah, hier haben wir noch einen Spind. Ah, ich glaube hier, ne, oder? Kann das sein? Kann es sein, dass er hier ist? Ah, ja, okay. Ein bisschen Munition mitnehmen und die Wertsachen verkaufen, die wir gesammelt haben. So, was haben wir denn dann noch? Können wir denn kleidungsmäßig irgendwie was, was wir gut gebrauchen können? Mmh, 15% schnelleres Nachladen für alle Waffen. Medizintasche haben wir schon. Was gibt's denn da noch? Taschendieb. Feinde werden beim Takedown automatisch ausgeraubt. Weiß nicht, brauche ich nicht. Knieschoner mit dem Rutschen. Ich rutsche so wenig. Es dauert 60% länger, bis man dich entdeckt, solange man sich nicht bewegt. Munitionskapazität aller Waffen erhöht. Das finde ich ganz cool. Da brauchen wir noch $20. Dann können wir das kaufen. Finde ich ganz cool, glaube ich. Werden wir als nächstes erstmal holen. Oh, wir haben SMS bekommen. So. Ich wollte dir einfach nur dafür danken, dass du die Vorräte aufgetrieben hast. Selbst ein bisschen Medizin kann Großes bewirken, Burnett. Hat er noch was geschrieben gehabt? Ah ne, meine Klinik benötigt alle medizinischen... Achso, das hatten wir schon, genau. So. Ja, dann schauen wir mal. Ich schaue mal eben auf die Karte. Eben auf die Karte schon. Ah, guck mal an, die Polizeistation. Ja, war ja klar. Zieht er, so schnell geht das. Und dann kommen wir eigentlich schon, wenn ich das richtig sehe, müssten wir schon wieder in ein neues Gebiet dann kommen. Das geht ja wie am Schnürchen hier. Das Let's Play ist hier definitiv zu lang. Ist es nicht. Doch. Nein. Da guck woanders. So. So. So, der Aufstand ist im vollen Gange. Kommen wir hier jetzt eigentlich rein? Ah ja, cool. So. War das jetzt so eine gute Idee, hier reinzugehen? Weil ich wollte eigentlich... Kann ich hier rüberspringen? Ah, Tatsache. La 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 la, Polizeistation. Jetzt kommen wir da bestimmt rein, pass mal auf. Aber wie? Ach, jetzt sind die Türen offen. Aha. So läuft das also jetzt. So läuft der Hase und so läuft der Hase. Die Polizeistation. Da läuft jemand. Ach, das war der, der hier stand, ne? Schön, dass er weg ist. Was? Hä? Wieso ist denn hier schon Alarm? Warum? Weshalb? Na. Wieso ist denn hier schon Alarm? Ich hab doch noch gar nichts. Okay, ich bleib jetzt erstmal hier. Oh, da ist ein schwerer Gegner, weil der Punkt etwas größer ist auf der Karte. Ich vermute es mal. Ich warte jetzt erstmal, bis Alarm weg ist. Und dann schauen wir mal. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Guck mal, wer da steht. So, der ist schon mal weg. Ich habe eine SMS bekommen, ich habe aber gerade keine Zeit, die gerade mal zu lesen. Oh, ich beeile mich mal ein bisschen hier hinzukommen. Alter, wie geil. Dramatische Musik. Boah, wie geil, kann ich mit dem Ding nicht einfach fahren? Boah, das wäre so geil. Wie dramatisch gerade die Musik war. Da kommen wir gleich, glaube ich, nicht rein.
Alter, was ein geiles Dingen. So, dann schon mal der Spinde, die ich aber nicht aufkriege. Nein, kriege ich nicht offen. Ich gehe mal nach oben. Ich versuche das Ganze wieder ein bisschen geschmeidiger und ruhiger anzugehen. So. So, da gucken wir mal. Manche Terminals können mit Guerilla-Werkzeugen gehackt werden. Ja, 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 hier zum Beispiel. Und was haben wir hier? Ist hier eine Tür? Wo geht's da hin? Spinde über Spinde, die wir alle öffnen können. Nehmen wir alles mit. Ah, hier ist ein Turm. Okay, wir gehen mal oben rum. Wieso ist denn schon wieder Alarm hier? Ich verstehe es nicht. Okay, während Alarm ist, bleibe ich jetzt erstmal hier. Ich verstehe gar nicht, dass Alarm ausgelöst wird. Warum? Also durch uns kann es nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Weil, wir lösen ja eigentlich keinen Alarm aus, solange wir nicht gesehen werden. Oh, da sind zwei Stück. Okay. Ist der andere? Steht der hier unten? Nee, wo ist der andere denn? Ist der auf meine Höhe? Der eine hier auf der Karte? Erstmal alles. Oh, oh. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gleich Besuch kriegen. Auch von schweren Gegnern. In der Haupthalle ist jemand, wo wir vorhin waren, so wie es aussieht. Hier in der hier. Wo das Fahrzeug steht, ne? Oder ist das nicht hier? Ja, da unten steht ein schwerer. Scheiße. Mist. Aua, Alter, was? Nein. Scheiße, fuck. Das gibt's nicht. Hätte ich mich mal umgedreht. Mist. Hätte ich mich mal umgedreht. Da standen die auf einmal hinter mir. Das gibt's ja gar nicht. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Das ist ja der Wahnsinn, was da abgeht. Ist ja unfassbar. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder dahin, ne? Kann das sein? Wieder dahin laufen. Okay, bis jetzt lief es eigentlich ganz gut. Also, wir sind echt gut vorangekommen da in der Station. Ah, wie praktisch, dass wir direkt hier spawnen. Das ist ja echt praktisch. Warte mal eben. So, dann ist der schon mal weg. Kommt der jetzt hier durch? Nee, ne? Okay, die ballern gerade draußen rum, warum auch immer. Bleib in Deckung. Na, bleib doch, Alter. Na komm, komm um die Ecke, komm. Genau, sei ein braver Soldat. Der Dicke steht hier neben uns. Also. Na, da ist er doch schon, komm. Komm um die Ecke, komm. Komm, trau dich, komm. So, jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich's ausgeschossen mit dir. So, hat sich ausgeschossen. Ungezogenes Verhalten. Ich bin umgezogen. Oh. Jedes ungezogene Verhalten. Irgendwo sind da noch zwei Gegner. Da oben läuft noch einer.
glaube nicht, dass der weg ist, oder? Kann aber sein. Ah, hier ist noch jemand. Ich glaube, der kommt hier rum. Mal, Alter, wie ich ihn einfach mal nicht treffe. Ist ja wieder geil. Und der andere steht da hinten irgendwo. Na, wo ist er denn? Ach, da. Ah, da oben läuft jemand. So, warte mal. Ich gehe mal eben schnell hier lang. La 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 la. Munitionskiste nehmen wir mit. So. Okay, ein schwer gepanzerter ist auch noch hier irgendwo am Rumlaufen. Jetzt geht gleich der Alarm sowieso weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe hier. Ah, da lief jemand. Guck an, da lief gerade jemand. Wir haben ja sowieso schon Krach ausgelöst. Also von so an können wir eigentlich auch Vollgas geben hier weiter. Ich frage mich, wo der hingelaufen ist, der eine. Ach, guck mal an. Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf der sind. Das gibt's nicht. Illegale Gruppen werden aufgelöst. Weißt du, wenn ich mich jetzt hier verstecke, geht dann der Balken wieder runter? Ah, Tatsache. Naja. Verdammt, ich sollte mir unbedingt mal wieder einen Kaffee machen, ey, das ist so. Ich hatte mir eigentlich Kaffee gemacht, habe eine Tasse getrunken und jetzt habe ich quasi umsonst noch zwei weitere Tassen in der Kanne, aber die sind jetzt schon wahrscheinlich arschkalt. Ich sollte nächstes Mal, wenn ich dann eine Aufnahmesession mache, sollte ich vielleicht keinen Kaffee machen, sondern vielleicht irgendwas anderes, was man trinkt, vielleicht ein Wasser oder so. Naja, muss ich mal gucken. So, Alarm weg, sehr schön. Alarm. Alarm im Darm. Da ist auch einer, ne? Kann das sein, dass da... Oder ist der unten? Alter, diese Musik, ne? Dum, dum, dramatische Musik. Yeah. Gott sei Dank. So. Ja, das ist auch gut geparkt. Hier ist irgendwo eine Munitionskiste. Ich schau mal eben, wo die ist. Ah, hier. Munition ist voll, okay. Ordnungswidriges Verhalten wird nicht toleriert. Hm. Anstifter werden verhaftet. Was? Warum? Was? Hä? Ich versteh's nicht. Ach so, wir brauchen das Guerilla-Werkzeug, ne? Warte mal. Und jetzt? Was passiert jetzt? Friedenswächter werden jeden vor Ort verhaften, der bei der Beschädigung öffentlichen Eigentums gesehen hat. Oder muss ich das zerstören? Warte mal. Interessant. Aber ich glaube, wir wurden gesehen. Sah zumindest danach aus. Aber jetzt sind wir schon mal drin in der Basis. In the base. The basement. So. Gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Spind. Noch ein Spind. Und jetzt hacken wir mal hier das Terminal. Angriff auf Revier 15. Yeah. Oh Gott. Oh nein. Himmel Brady. Sie haben alle getötet. Diese armen Bastarde. Das haben sie nicht verdient. Sie waren gute Leute. Und die Informationen über Walker sind auch verloren. Warum sollten sie so etwas machen? Wussten sie, dass wir kommen würden? Scheiße, was für ein Chaos. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür, Brady. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Wenigstens haben wir jetzt Erlston auf unserer Seite. Du solltest dich auf den Weg zur U-Bahn machen. Parrish will dich sehen. Hoffentlich weiß er, was als nächstes zu tun ist. Oh Mann. Oh Mann. Ja, da kamen wir doch zu spät. Aber wir dürfen uns keine Schuld geben. Wir haben alles Mögliche getan. So, nee, ich wollte mal Kleidung nochmal holen. Wir hatten doch. Hier spricht Burnett. Das mit Nets Jungs tut mir leid. Ihr Tod verletzt alle Konventionen zur Behandlung von Gefangenen.
Aber es bedeutet auch, dass dieses ganze Blutvergießen umsonst war. Wenigstens kann ich mit den Vorräten, die du mir gebracht hast, viele Leute behandeln. Sie werden keine Möglichkeit haben, dir zu danken. Darum mache ich das. Aber du solltest dich fragen, ob es das wert war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Folterraum. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Komm hier raus. Achso, hier wieder. Puh. Was war das denn? So. Burnett. Die KVA sind auch nur Menschen, Brady. Männer und Frauen wie wir. Betrachte sie nicht als gesichtslose Monster. Sie befolgen auch nur Befehle wie du, Burnett. Ja, in einem Punkt hat er natürlich recht. Na, da gebe ich ihm vollkommen recht. So wie ich schon sagte. Alter, wir haben das komplette Gebiet geklärt. Ich werde bekloppt. Wir haben das komplette Gebiet geklärt. Okay, wir müssen hier hin. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Alter, wir haben das komplette Gebiet geklärt. Ich fass es nicht. Ist ja cool. Ist ja geil. Ich werde echt überlegen, ob ich immer so eine Aufnahmesession immer so mache, dass ich ein komplettes Gebiet immer cleare und dann mit der Aufnahmesession beende. Also ich, weiß ich nicht. Müsste mal gucken. Wie geil. So, ich gehe jetzt erstmal Richtung Wegpunkt. Dann schauen wir mal. Alter, wie geil. Aber das sind alles nur... Die Menschen sind trotzdem unzufrieden. Das ist einfach so. Na, die Menschen bleiben trotzdem unzufrieden. Da hast du dir was vorgenommen. So. Oh Mann, 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 oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Wahnsinn. Hier fing alles an. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt an dieser Stelle, ja, eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Homefront The Revolution. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und dann geht es spannend weiter. Ich denke mal in ein neues Gebiet und bin gespannt, wie die Story weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid's auch. Ich würde sagen, ja, bis später. Tschüss.